Also zunächst mal bin ich dankbar, dass wir den einstimmigen Beschluss hinbekommen haben, schon im letzten Jahr, dass ein neues Zentralkrankenhaus entstehen soll. Das war für uns nicht selbstverständlich. Das war ursprünglich angedacht, die beiden alten Standorte, hier die Diako und das Franziskus-Hospital, an den derzeitigen Standorten zu sanieren, sehr aufwendig zu sanieren. Dafür waren fast 200 Millionen Euro vorgesehen, auch an Landesmitteln. Diese 200 Millionen, knapp 200 Millionen haben wir retten können in das neue Verfahren und die Landesregierung hat bereits zugesagt, dass 250 Millionen Euro bereitgestellt waren für ein Zentralkrankenhaus. Wir werden da deutliche Vorteile haben, dadurch, dass nicht mehr die Wege zwischen den Häusern zu tätigen sind. Es ist auch der Vorteil, dass wir nicht im Bestand die Sanierung vornehmen müssen. Das heißt, die Patienten, die Mitarbeiter und auch die Nachbarn sind von diesem Umbau oder von diesen Sanierungsmaßnahmen nicht betroffen. Wir können also ganz frei in Pelwart neu bauen. Was wir gemacht haben nach diesem einstimmigen Beschluss, ist ein Planverfahren auf den Weg zu bringen. Es ist also ein B-Planverfahren angestoßen worden von der Ratsversammlung, ebenfalls einstimmig. Und daran arbeitet jetzt die Verwaltung, daran arbeiten auch die Fachleute. Dazu sind sehr viele Gutachten einzuholen und so weiter. Es ist zu prüfen, wie ist die Beschaffenheit dieses Standorts. Pelwart ist nicht ganz einfach. Das heißt Pelwatt. Also man kann darin vermuten, es ist ein schwieriger Untergrund und so ist es auch, sonst wäre es sicherlich auch vorher schon mal irgendwie bebaut worden. Das wird aber gelöst und dafür ist dieses Verfahren jetzt auch da. Wir erwarten für Herbst, spätestens zum Jahreswechsel, die nächste Entscheidung in dieser Sache und spätestens im Frühjahr kommenden Jahres sollten wir auch Baurecht auf dem Gelände haben. Zur verkehrlichen Zuwegung haben wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht. Es gab auch einen Antrag von der CDU-Fraktion, einen neuen Knotenpunkt zu erdenken von der Osttangente direkt zum Zentralkrankenhaus. Das wäre dann direkt zwischen Munketoft und Eckernförder Landstraße. Und so wie ich das verstanden habe, wird dieser neue Knotenpunkt jetzt auch notwendig sein, weil die Verkehrszahlen an den bestehenden Knotenpunkten wohl zu hoch sind, als dass man da nochmal zusätzlichen Krankenhausverkehr auch abfangen könnte. Also insofern ist da die Verwaltung bereits im Gespräch mit dem Land und ich hoffe, dass das auch kommt, denn das wäre die optimale Zuwegung zum neuen Krankenhaus. Die Pächter der Gartenkolonie, die sind eingeladen worden, mit der Stadtverwaltung in ein Gespräch, in einen Dialog einzutreten. Wir haben dafür gesorgt, dass Ersatzflächen geschaffen werden und wie das genau ausgestaltet wird, darüber wird noch berichtet im Planungsausschuss. Wir haben auch, der Planungsausschuss ist auch gleichzeitig für Kleingartenangelegenheiten zuständig. Also es ist auch sehr deutlich gesagt worden, wir wollen einen Ersatz schaffen. Da gibt es verschiedene Gründe, warum Pelwart ausgewählt worden ist. Es gab ursprünglich 16 Standortideen, wo man hätte bauen können. Davon ist dann ausgewählt worden der Standort, der am besten erreichbar ist, auch fürs Umland, aber auch aus der Stadt heraus. Der Standort, der auch von den Flächen am leichtesten, auf den man am leichtesten zugreifen konnte. Also die Eigentumsverhältnisse spielten da eine Rolle, aber auch die verkehrliche Erschließung ganz, ganz vorneweg. Und wir dürfen nicht vergessen, es landet ja im Moment etwa 500 Mal im Jahr ein Hubschrauber hier auf dem Dach. Auch das müssen wir berücksichtigen bei neuen Planungen. Beide Häuser konzentrieren sich jetzt darauf, an dem neuen zentralen Standort dieses gemeinsame Haus zu schaffen. Da wird auch nochmal miteinander debattiert, wie ist nachher die Trägerkonstellation. Also da war auch eine heftige Diskussion darüber, wird es weiterhin zwei Spitzen geben oder einigt man sich auf eine. Da wird es zwischen den Häusern und gemeinsam mit der Landesregierung zum Ende des Jahres eine Entscheidung geben. Ansonsten freuen wir uns als Stadtplaner ein Stück weit auch darauf, dass die Krankenhäuser irgendwann mal hier die Flächen räumen. Denn dann besteht die Möglichkeit, hier an den Altstandorten auch weiteren Wohnraum zu schaffen. Sowohl beim Franziskus als auch bei der Diako vorgesehen sind
etwa 1000 Wohneinheiten. Das ist ein ganzer Schwung. Braucht die Stadt Flensburg allerdings auch tatsächlich, um der Nachfrage gerecht zu werden.